Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Victoria 3 Let's Plays mit China. Was geht? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und wie ihr seht, stehen wir immer noch vor denselben Problemen wie zuvor schon. Und das sind unsere, zufriedenen, gelehrten Beamten, die einfach überall ihre Griffel drin haben und mir mega auf den Sack gehen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Diese winzige Gruppe von Loyalisten, gerade mal 1 Million auf eine Bevölkerung von fast 400 Millionen Menschen, die gehen mir so auf den Sack. Und wie geht's euch? Botschaft erbitten bei minus 72. Wir sind mittlerweile bei einem 28er Wert. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wenn wir bei plus 50 angekommen sind, ist schon mal noch besser. Die Briten bauen auch fleißig bei uns. Das ist auch sehr gut. Die pushen nämlich alle miteinander unser BIP. Wir sind weltweit auf Rang 1. Das ist gut für uns, weil unsere Großmacht... Unser Machtblock ist ja im Prinzip auch genau darauf aus. Wir sind Handelsexperten. Niemand hat hier irgendwie einen Einflusshebel. Wir haben hier nur einen Einflusshebel auf... Das gibt's doch nicht. Minus 3. Nationalgarde. Sorry, aber geht nicht. Boah, die Industriellen unterstützen. Wir gehen die ganze Zeit auf Regierungen. Im Sinne von... Ja, wenn die jetzt hier noch mit reinspringen würden, wäre natürlich mega gut. Aber wenn wir jetzt mal hier gucken. Die sind nämlich noch randständig und die sind auch randständig. Aber die haben jetzt 2,8%. Die haben jetzt einen guten Push bekommen. Und da wir unseren industriellen Sektor ja schon die ganze Zeit pushen, wie blöd, werden die relativ zügig dann hier auch reinkommen. Jetzt ist nur die Frage, ob ich irgendwie eine vernünftige Regierungsumbildung kriege. Aber ich habe leider maximal die konfuzianischen Gelehrten. Und das ist halt nichts. Wir brauchen die Leute hier drin. Mit der Landbewohner werdet ihr so. Oha. Ja, ihr würdet halt gegen vieles stimmen. Bei einem 9er Wert. Ich kann maximal minus 15 kriegen, bevor die sich radikalisieren. Ich will mal was ausprobieren, weil es ist eine inakzeptable Regierung. Das ist voll fein, wenn wir den Scheiß hier wegkriegen. Oder die Autokratie. 11% Grundbesitzerwahl. Da wird sich auch keine Sau großartig dagegen stellen. Das ist jetzt wichtig. Das dauert jetzt zwar ewig, weil die Regierung scheiße ist, aber so kommen wir ein bisschen voran. Und das ist schon mal sehr gut. Ich muss ja auch irgendwie mal ein bisschen gucken, dass ich hier vorwärts komme. Es hat ja keinen Sinn, die ganze Zeit hier nur rumzueiern. So, apropos rumeiern. Während ich hier schwafel, kann ich auch mal die Bauliste wieder neu setzen. Und jetzt können wir eigentlich auch mal anfangen, hier mal so wenigstens einen Start schon mal vorzuschieben. Die Machtblockstatue kommt da hin. Oh cool, die ist in einer Woche fertig. Nice. Das war unsere erste Statue. Hat die was gebracht?
Können wir dich hier jetzt einladen? Ne, minus 29. Toll. Hat also gar nichts gebracht. Perfekt, da ist aber eine Kaserne, die können direkt wieder hoch. Das heißt, wir haben genau die Menge hochgeschoben, die ich hochschieben wollte. Und dann können wir da immer wieder eine Kaserne dazwischen schieben. Chillig. ...427 Armeen. Die Zahl wird jetzt dann über die Zeit auf jeden Fall steigen, weil ja immer wieder eine Kaserne fertig geworden ist. Klar, die müssen erst bemannt werden und so weiter und so fort. Aber es wird auf jeden Fall vorangehen. Die militärische Aufrüstung ist auf jeden Fall real. Wenn wir es jetzt hinkriegen, eine Grundbesitzerwahl zu beschließen, wäre natürlich mega geil, weil es gibt keine Blockade, sondern nur eine Debatte. Das ist schon mal gut, weil die Grundbesitzer halt wählen. Damit kriege ich endlich diese dumme Monarchie weg. Beziehungsweise die Autokratie, weil eine Monarchie gibt es ja immer noch. Aber die kann man dann danach stürzen. Kulturelle Ausgrenzung, Glaubensfreiheit. Den Scheiß muss ich loswerden, den Scheiß muss ich loswerden. Und den Scheiß. Das ist echt zum Kotzen. Minus 25% Besteuerungskapazität ist crazy. Der Verwalter. Das ist alles nur krank. Das ist sowieso absolut aberwitzig. 3700 Bürokratie nur für den Case. Da fällt mir gerade auf, ich habe hier ja noch Unis. Machen wir mal so. So, da kann eine vor. Dann kommt da die Uni. Hinter jeder Uni kommt eine Regierungsverwaltung und die Kasernen rutschen nach. Wir sind immer noch relativ gut gestellt finanziell, das ist auch schon mal wichtig. An sich läuft gerade eigentlich ziemlich gut. Hätte ich jetzt mal behaupten. Ja, schieben wir das hier mal noch nach oben. Ja, da wird auf jeden Fall schneller rum sein als Regierungsverwaltung. Ja, dann können wir die hier wieder hochploppen lassen. Okay, und da kommt jetzt gleich der nächste, das passt doch. Wunderbar. Ja, jetzt ist nämlich auch die Statue. Nicht die Statue, sondern die nächste Uni fertig. Das heißt, der Dude kann erstmal dahin. In der nächsten Woche rutscht der nächste hoch. Beim Militär muss jetzt durchgeballert werden. Das muss richtig vorangehen. Nice. Immer weiter hoch die Leiter. Da ist auch schon die erste Regierungsverwaltung durch. Sehr gut. Das heißt, wir kommen unter die 2K. Das heißt, wir verwenden weniger Steuern, verschwenden weniger Steuern. Das ist schon mal ein guter Step in die richtige Richtung. So, dann kann der hier hoch.
Der kann dahin. Der da. Der. Aha. 2, 3, 3. Ja, passt. Hundebällchen. Ich meine, es kommen jetzt dann sowieso hier nur noch ein paar und dann kommt nur noch Regierungsverwaltung. Deswegen lasse ich ab jetzt in Spaß einfach so laufen, weil die Unis sind jetzt auch bald alle durch. Und dann haben wir auch mal ein paar Unis. Weil das dauert hier echt alles. Zum einen dauert hier die Forschung asozial lang, was mich ultimativ annölt, weil wir sind nicht, wir haben zwar schon Eisenbahnen erforscht, aber ey, das dauert alles zu lange. Das ist nicht das, was ich möchte. Botschaft errichten, nur noch bei minus 61. Das heißt, wir haben hier weit über 30 schon geknackt. Chillig. Das ist sehr gut. Das ist richtig, richtig gut. Und wie sieht es mit unserem Machtblockhebel aus? Minus 13, ja, weil der Brite halt auch immer weiter wächst, ne? Ist ganz schwierig. Ja, wir sind prestigetechnisch ja eigentlich so mit Frankreich gleich auf die ganze Zeit. Aber nichts gut. Rang 2 Machtblock ist auf jeden Fall schon mal nice, aber das bringt uns halt auch nicht sonderlich viel. Wenn wir nicht weiter vorankommen. Schwierig, schwierig, sage ich euch so, wie es ist. Grundbesitzerwahl hat immerhin mittlerweile 19% Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist gut. Sogar sehr gut. Es geht in die richtige Richtung, Leute. Na komm, ich will hier die Kasernen noch zwischen reinschieben. Zack. Sieht doch viel schöner aus, wenn immer wieder was abwechselnd läuft. Hier geht es jetzt hoffentlich mal um einiges zügiger hoch. Ah, das ist alles so schrecklich. Wir sind halt Bip pro Kopf bei 218 hier Anerkennung verdienen. Das ist so witzlos. Es ist so witzlos, schrumpft. Alphabetisierung von weniger als 20%. Da kommen wir jetzt wenigstens dann drüber. Lebensstandard gehört nicht zu den 50 Besten. Daudin? Bip pro Kopf nicht 50 Besten? Überhaupt nicht. Ein Kriegsziel wird bei uns durchgesetzt. Noch mehr Scheiße. Aber Sklaverei müssen wir jetzt auf jeden Fall mal abschaffen. Das ist dann der nächste Schritt. Wenn wir es hinkriegen, die Grundbesitzerwahlen reinzukriegen, dann können wir immer weiterkommen hier mit Stimmrechten und Ähnlichem. Und dann kommen wir auch hoffentlich immer mehr in die Richtung von einem besseren Lebensstandard. Hier, die pumpen jetzt halt gerade unseren Lebensstandard geisteskrank wegen den Goldminen. Na, also Goldfelder. Die pumpen uns jetzt halt geisteskrank nach oben. Theoretisch könnte ich eigentlich dadurch hier mal ein bisschen was aufbauen. Kriegen da mal einen Hafen. Zehn Eisenminen, 10 Kohleminen, 10 Holzdinger, 10 Bleiminen. Ja. Da werden ja jetzt schon gut Leute hinziehen. Bevölkerung 145.000, Popwachstum sehr, relativ hoch. Machen wir denselben Spaß noch hier. Zack, zack, zack. Natürlich die 6 Goldminen auch. Können wir hier auch Goldminen bauen? Naja. Aber die werden auf jeden Fall rausgeknattert. Ja, können wir machen hier jeweils auch einen 5er Hafen draus.
Dann bauen wir hier mal noch eine Möbelfabrik, eine Papierfabrik und eine Glashütte. Und hier bauen wir Lebensmittelfabrik, Papierfabrik, einfach weil wir es brauchen. Und eine Tuchfabrik. Ja, tut mir leid. Protestbewegungsunterstützung. Ja. Und problematische Polizei. Verbessern sich um 5. Ja. Das ist wichtig. Ja, es ist sehr wichtig. Weil wir brauchen diese Kackbotschaft. Ganz dringend. Wenn wir jetzt plus 40 haben, heißt es, wir sind mit Investitionsrechten dann mit dem Plus machen so ziemlich durch. Oktober bis zum nächsten Beschluss. Hoffentlich geht es dann in die Debatte. Mittlerweile ist die Unterstützung wieder hoch. Und wenn ich hier reingehe, die sind zufrieden mit plus 7, weil... Ja, okay, gut. Paar Radikale. Gerade mal 288.000 Menschen sind das. Es ist so zum Kotzen. Aristokraten. 43, insgesamt 200.000. Alter. 86 Akademiker. Die Penner. Wie sieht's hier aus? Nur ein bisschen größer. Aber mit denen kannst du am besten arbeiten. Landbewohner ist wahrscheinlich das mit der größten Bevölkerung. Wobei 8,8 Millionen. Eine knappe Million. 1,7 Millionen. Ja, okay, gut. Sind halt auch alles nur politisch Beteiligte, ne? Da ist tatsächlich die Landbewohnerschaft der größte Knackpunkt mit 8 Millionen knapp. Goldfelder erschöpft. Na, schade. Goldminen nicht. Die pushe ich jetzt nämlich mal schnell nach vorne. Weil die nämlich in der Tat Gold wert sind. Und die Häfen in Amur werden auf jeden Fall auch mal vorgezogen. So. Das hier wird bitte noch vorher fertig gebaut und dann wird hier im Wechsel Goldmine und Hafen gebaut. Ja. Das muss jetzt mal schnell nach vorne ran. Ganz dringenderweise. So, Beziehung. Wir sind bei 42. Nice. Hier bei minus 61. In unterschiedlichen Machtblöcken. Das macht viel aus, ne? Ideologische Unterschiede unserer Regierungen. Ja, das wird sich hoffentlich bald ändern. Was habt ihr denn? Ihr habt doch keine Autokratie, oder? Klassenwahl. Ja, ey, wir kommen euch immer näher. Wir sind nur noch bei 9%. Ich hasse es, mit China Veränderungen zu bewirken, ist, als würde man versuchen, mit einem Strohhalm Nagel in die Wand zu schlagen.
Kann klappen, wird aber wahrscheinlich fehlschlagen. Gibt's irgendwie die Möglichkeit, dass sich da jemand ordentlich einschaltet? Nee, ne? Ja, nee. 18,3% vorankommen und 9,1% Erfolg. Das sind zusammen 27,4%. Und die kriegen es nicht geschissen. Ein Viertel der Leute, die da irgendwie was zu sagen hat. Neues Mandat verfügbar. Ja, perfekt. Da gehen wir doch noch ein. Und zwar Prinzipien hinzufügen. Wir gehen jetzt nicht auf Außenhandel Stufe 3, sondern wir werden erstmal Prinzipien hinzufügen. Und ich bin dafür, Polizeikoordination. 10% weniger Bürokratiekosten. Es wären 300 bei uns. Das wäre schon mal nicht schlecht. Militärindustrie wäre auch nicht verkehrt. Kreative Gesetzgebung. Ich glaube, ich muss damit jetzt reingehen. Oder Auslandsinvestitionen. Oh. Das wäre natürlich auch was. Ist gar nicht so einfach. Infrastrukturverbindungen, das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Freizügigkeit. Ich gehe jetzt tatsächlich erstmal in die kreative Gesetzgebung. Weil ich krieg hier mittlerweile einen Krampf mit diesen Scheißblockaden. Wenn wir da dann in die Stufe 2 reingehen können. Unterstützung, Bewegung für Gesetzbewahrung und okay, da gehen Unterstützungen weg. Das finde ich nicht gut, aber hier das mit den Blockaden finde ich jetzt schon mal nicht schlecht. Weil wenn es hier keine Blockaden gibt, 33%iger Wahrscheinlichkeit weniger, das ist ein Riesending. Und dann können wir vielleicht auch früher oder später eben diese Protestbewegung unterstützen und die Gehöftpowern reinknallen. Auch wenn die Gelehrten dann nicht mehr so cool unterwegs sind. Aber wir haben dann ja Wahlen. Und die Wahlen werden hoffentlich einiges verändern. Ja, Gesetzesdebatte erfolgreich. Genauso will ich das doch sehen. Aber an der Stelle würde ich jetzt auch einfach mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like da. Lasst natürlich gerne ein Abo da. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Victoria. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.